vorherige Livestream war nicht so dermaßen gut, wie ich gedacht hatte. Nee, erstmal schönen guten Abend an euch alle. Ich hoffe, ihr habt die Woche gut verbracht und überstanden. Ich werde hoffentlich bald wieder Urlaub haben. Erstmal ein bisschen entspannen, relaxen. Die letzten Wochen waren katastrophal. Gerade nach Steingaden. An dem Montag, wo ich dann wieder arbeiten war, im LKW gesessen bin, dachte ich mir, oh scheiße, geht's mir nur schlecht. Wenig Schlaf gehabt und war total fertig. Die Veranstaltung an sich war sehr, sehr gut. Also ein großes Lob am MSC Steingaden. Es war zwar kein Eisspeedway, aber man hat da andere Sachen gesehen, wie Karts, Autocross, Enduros und die Eisgespanne natürlich. Und ich hoffe, dass es der Sonne End besser geht, weil die ist in einem Lauf, ist hier aus dem Beiwagen gefallen. Ich hoffe, sie ist jetzt wieder wohl auf und man sieht sie vielleicht wieder bald bei meinen anderen Rennen. Nee, was ich sagen wollte ist, ich weiß, dass der Stream in Weißenbach nicht so gut gelaufen ist, wie ich es mir gedacht habe. Qualität vielleicht Mangel. In Steingaden habe ich es versucht besser zu machen, ging leider nicht, weil ich da absolut kein mobiles Netzwerk empfangen konnte. Ich habe es versucht live zu gehen, aber es hat immer gestockt und dann bringt es nicht, einen Livestream laufen zu lassen. Deswegen habe ich eine Aufnahme gemacht. Ich hoffe, die Aufnahmen habt ihr euch bisher angeschaut und dem einen oder anderen wird die Karts, die Motocross, Enduros und die Eisgespanne gefallen haben. Ja, und ich habe ein Video bei mir bei Livestream MG auf der Seite gepostet. Das habe ich bei TikTok gehabt. Es hat über 70 Klicks seit vorgestern und 3 Herzen erhalten. Ich weiß nicht, was die Leute da gut dran finden. Coming Home, das Lied, klar. Aber vielleicht haben die einen anderen Geschmack. Ich weiß es ja nicht. Aber ich bin froh, dass es denen gefällt. Die haben auch schon gefragt, was ist das für ein Sport? Und ich habe gesagt, ja, das ist Eisbeetwehrmaschine. Fährt ziemlich schnell ohne Bremsen. Circa, was ich, habe ich geschätzt, 90 bis 100 km auf der Geraden. Ja, genau so weiß ich es auch nicht, aber vielleicht kann es mal einer sagen oder posten. Also mich hat auch ein Zuschauer gefragt, wie viel die erreichen. Ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht so hundertprozentig. Ich denke mal aber auch die 90, 100 auf dem Eisbeetway oder 120. Aber ich denke mal, es wird uns noch jemand sagen, wie schnell die wirklich sind auf dem Eis. Aber bei den Qualifikationen habe ich gesehen, da waren sie sehr, sehr schnell. Wie viel km/h konnte keiner genau sagen, weil die ja kein Tacho eingebaut haben. Aber ich denke mal, die waren schneller als 90 km/h oder 100 km/h. Auf jeden Fall schnell. Ja, mein Kollege Livestream MG, Grüne Schlappe ist ja in der Pfalz unterwegs bei den Karnevals-Events. Ich habe es leider nicht so mit Karneval. Früher war es mal, wo ich noch in Köln gewohnt habe, also in der Nähe von Köln, Gummersbach, im Oberbergischen Kreis. Da wurden wir auch infiziert sozusagen von dem Karneval. Aber ich bin gar nicht mehr auf den Karnevalsumzügen hingegangen. Gerade in Wipperfürth war ja immer großes Highlight im Bierzelt. Aber da meine Eltern ja eine Kneipe hatten, musste ich Musik machen. Und da haben wir uns auch verkleidet. Und das war schon eine Gaudi bis 4-5 Uhr morgens meistens. Das war schon ganz gut. Aber ich bin froh, dass ich mit Karneval nichts mehr am Hut habe. Ich bin jetzt nicht so Karneval-Gegner, aber ich habe auf Deutsch gesagt, die Schnauze voll vom Karneval. Ich bin froh, dass hier unten in Bayern nicht so viel ist mit dem. Und ich hoffe, dass bald die normale Speedway-Saison auch wieder losgeht. Wir haben jetzt bald März, Februar haben wir schon. Und im April geht's dann natürlich los mit den ersten Trainings und auch das erste Rennen, wie ich gesehen habe, das Speedway-Rennen am 7. April in Herxheim. Und am 6. April ist ja in Herxheim das Saisoneröffnungstraining auf der Langbahn. Ich wollte eigentlich dahin, aber an dem Samstag muss meine Frau arbeiten und mit den Kindern, mit allen drei dahin düsen. Ich glaube, irgendwann werden sie schreien, oh, ich will nach Hause, mir ist langweilig. Deswegen fahre ich nur noch alleine zu sowas. Und 7. April wollte ich hinkommen, aber da ist irgendwas mit Quartz in Hauenstetten am 7. April. Da kommt vielleicht der Mike auch hin. Und da dachte ich mir, ja, bleibst du lieber hier, gehst nach Hauenstetten mit Mike. Dann sieht man sich wieder nach ein paar Jahren. Gell? Mike, dann sehen wir uns wieder in Hauenstetten, wenn du hinkommst. Ja, ansonsten geht's ab dem 20. April bei uns auch los. Hoffentlich. Und ich denke mal, es wird so laufen, wie ich es mir vorstelle. Die anderen zwei Male, klar,
Aber es ist halt so in der Branche. Einmal läuft es gut, einmal nicht. Oder die Erwartungen sind ganz an, kommen ganz anders, wie es eigentlich geplant ist. Aber that's life, gell? Es ist halt so. Man kann es nicht ändern. Manche Fahrer sagen auch, och, an dem Tag ging es mir so schlecht. Beim nächsten Rennen düste allen davon. Nee, aber was ich auch mitbekommen habe mit Franz Zorn und Stefan Svensson, oder wie der heißt, dem Schweden, er hat ihn mal wieder vom Motorrad runtergeholt. Ob es Absicht war oder nicht, das können wir als Zuschauer oder als, na, die das gesehen haben, nicht beurteilen. Das kann nur der Zorn und der Svensson wissen, ob die untereinander was haben. Warum auch immer, weiß ich nicht. Luca Bauer hat ja irgendwie Probleme mit einem Referé in Ufa. Der hat das Podium knapp verpasst durch irgendwelche Fehlentscheidungen. Auch da, meine lieben Freunde, können wir nicht urteilen. Wir können nicht sagen, Luca, nein, du hast Unrecht oder... Na, das geht nicht. Also wir kennen die Vorgeschichten nicht, was da genau passiert ist. Das weiß nur der Fahrer und der Referé. Ich wünsche es mir ja, der Luca fährt eigentlich nicht schlecht. Er fährt gut, er fährt saugut. Das hat man in Weißenbach auch gesehen. Er hat sich ja nicht umsonst den Tagessieg geholt. Das Fahrradfeld war jetzt nicht so schwach. Es war gut besetzt eigentlich. Und ich denke mal, er wird seinen Weg gehen. Wenn er meint, der Referé hat falsch entschieden, ist es so. Müssen wir akzeptieren. Was wir jetzt denken, klar, wir können unsere Meinung sagen, aber jetzt nicht, dass da einer sagt, nö, der Luca Bauer hat Unrecht oder sowas. Das macht man doch nicht. Wir sind keine Rennfahrer, wir sind nur Zuschauer. Oder wir filmen. Wie man es will, wie man es sieht. Aber was wirklich ist, weiß nur der Fahrer. Und gerade beim Zorn und Svensson, was die untereinander haben, wissen wir nicht. Gell? Also... Klar, wenn einer Fan von Zorn ist, der hält natürlich zum Zorn. Das ist klar. Das kann ich verstehen. Ich bin ja auch so einer. Wenn der Kiwi verliert, sag ich, ach komm, Ferrari hätte doch ein bisschen mehr was machen können. Ist ja, ist halt so, wenn man Fan ist von jemandem. Nee, aber wir wollen hoffen, dass dies Jahr unser Weltmeister von der Langbahn wieder gut mitmischt, gerade auf der Langbahn. Für den Speedway wünsche ich mir auch, dass Martin Smolinski wieder weit nach vorne kommt und vielleicht es schafft, vielleicht dieses Jahr oder nächstes Jahr für sich für den GP zu qualifizieren. Wie ich gesehen habe, hat sich bei den Speedway GPs auch was verändert mit der Qualifikation, dass man da reinkommt. Ich habe das mal gepostet, es ist sehr kompliziert geworden, so wie es ausschaut. Also, das ist schon ein Ding. Ich wäre natürlich für ein Eintagsfinale weltmeisterschaftsmäßig, aber das kommt anscheinend nicht mehr zurück. Bei iSpeedway machen sie jetzt auch irgendwas mit iSpeedway Nations, so ähnlich wie eine Meisterschaft, Team-WM oder sowas. Und auch da scheiden sich da die Meinungen bei den Leuten. Klar, das ist, da braucht man eigentlich keine Vorläufe davon. Das könnte man an einem Tag entscheiden. Da haben manche recht, was die da bei Speedweek gepostet haben. Aber man versucht es halt gut aufzuziehen und ich will hoffen, dass der Herr Kasachstan weiß, was er macht, sich nicht nur auf Speedway fokussiert und das iSpeedway und Langbahn darunter nicht leiden, was sie momentan ja geschieht. iSpeedway und Langbahn leiden sehr darunter. Wie er seinen Job macht, haben wir ihm natürlich nicht vorzuschreiben. Aber auch da muss man Meinung akzeptieren. Ob schlecht oder gut ist, wissen wir nicht. Dass der Bahnsport den Berg langsam runtergeht, gerade in der Langbahnszene, ist klar. Aber die eingefleischten Fans bleiben auf jeden Fall. Und ich hoffe, dass auch der Langbahnsport wieder nach oben kommt. Bei iSpeedway ist es so eine Sache. Da habe ich nicht so viel Ahnung von. Aber ich hoffe, auch da wird es wieder gut werden. Klar, der GP ist auf einer Seite gut, auf einer Seite schlecht. Ein Tagesfinale wäre top. Damit müssten sich die Fahrer an den Vorläufen qualifizieren und die Besseren kommen einfach dahin und fertig. Warum man es nicht mehr macht, weiß ich nicht. Vielleicht verspricht man sich durch den GP mehr Zuschauer pro Veranstaltung. Aber ich finde, am Eintagsfinale fahren die Fahrer ganz anders, als wenn sie so jetzt wie beim Formel 1 GP vor sich hinfahren. Beim Eintagsfinale tun sie halt richtig Gas geben. Da will jeder Weltmeister werden. Also ich finde es interessanter. Ob es vielleicht zurückkommt oder nicht, wissen wir nicht. Aber ich denke mal nicht. Ja, das wird so bleiben. Schade. Aber egal. Hauptsache, wir haben unsere Home
Bahnen, wo wir zu sehen sein werden und hoffen, dass wir viele spannende Rennen sehen. Und ich hoffe, dass ich auch den einen oder anderen mal wieder sehe. Die Sonja hat sich sehr gefreut, mich zu sehen. Harald natürlich auch. Ich habe die beiden seit 2007 nicht mehr real gesehen. Ab 2010 nur noch über Facebook. Das war schon ganz gut, doch. Besonders in Steingarten war es nicht schlecht. Also mit dem Eis gespannt. Also ich würde mich nicht da drauf setzen wollen. Nicht mal als Beifahrer. Oder als Fahrer überhaupt. Nein, nein, nein. Ich bin nicht links. Ich bin aus dem Alter raus. Bei mir ist die Zeit vorbei. Ich habe es versucht. Es hat nicht geklappt. Ich hatte auch da, sag ich mal, nur auf zwei Leute oder drei Leute hören sollen. Aber ich habe natürlich auf mehreren gehört und bumm. Ist natürlich alles in die Hosen gegangen. Lag natürlich auch an mir, ist klar. Der Kopf war nicht richtig frei. Aber vielleicht war ich dafür auch nicht geboren, wer weiß. Vielleicht ist es auch anders gelaufen, wenn mein Vater mich vielleicht früher in diese Szene reingebracht hätte und nicht mich als 8- oder 9-Jähriger mit BMX rumfahren lassen hat. Aber zu der Zeit war es noch nicht so mit den Jugendklassen, gerade mit den Schülerklassen. Da war es ganz, ganz anders noch in den 80ern. Aber ich finde es gut, dass es es gibt. Dass auch wie MSC Olching zum Beispiel und Holstetten sehr, sehr viel für die Jugend tun. Und dass die auch herangeführt werden an die Maschinen. Sebastian? Was ist? Willst du was sagen? Ich habe hier einen Zuschauer hinter der Kamera. Nee, und die Jugendarbeit ist sehr, sehr wichtig in Deutschland. So wie ich gehört habe, hat da einen Sponsor Anfrage gestellt. Aber die Antwort war heftig. Was hat er geschrieben? Wie kann man einen 4-Jährigen animieren und unterstützen, Profi-Rennfahrer zu werden? Natürlich muss man früh anfangen. Wann hat Michael Schumacher oder Lewis Hamilton oder Kimi Räikkönen angefangen mit den Karts? Man muss so früh anfangen. Aber als Unternehmer so eine Antwort zu bringen, ich verstehe die Welt nicht mehr. Lieber früh anfangen, anstatt zu spät und nachher wird es nichts. Man sieht es ja bei der Jugend. Die fahren sehr, sehr gut. Die werden gut unterstützt, sehr gut trainiert. Auch gerade was Fitness und so betrifft. Und ich finde sowas nicht schlecht. Und wenn es die Kinder machen wollen, warum nicht? Ja, Sebastian? Hm? Was willst du sagen? Was? Wie war es beim Papa? Gut. Gut? Ja. Da siehst du, erst wolltest du nicht hin und jetzt bist du. Also, beim nächsten Mal wird es noch besser. Okay, Basti. Ich verabschiede mich von dir. Komm. Hab noch ein bisschen Spaß mit der Mama draußen. Nee, es wird alles seinen Weg gehen. Aber als Unternehmer so eine Antwort, ich weiß nicht. Wenn ich Geld hätte, würde ich dem Luca den Nordstern mit Geld unterstützen oder irgendwie anders. Aber ihr wisst ja, wie es heutzutage ist. Aber ich applaudiere an andere, die vielleicht diese Mittel zur Verfügung haben. Und den Kleinen vielleicht auch unter die Arme greifen werden und als Sponsor bei ihm tätig sein. Es ist halt schwer heutzutage, Sponsor zu finden. Gerade der dich jahrelang unterstützt, sieht man bei manchen Fahrern, bei manchen klappt es, bei manchen nicht oder der springt ab. Aber das ist halt eine Zahl-drauf-Geschichte im Bahnsport. Beim anderen funktioniert es, muss nichts Großartiges dazu zahlen und bei anderen zahlt er natürlich drauf. Es ist immer verschieden. So, genug geplaudert. Auch wenn es manchen nicht gefallen hat oder manchen doch. Ein bisschen recht hat man. Ist halt, gehen ja halt die Meinungen auseinander. Nee, aber so eine Antwort gibt man nicht als Unternehmer. Ganz ehrlich. Das finde ich nicht okay. Aber Maria, mach dir nichts draus. Ich habe auch genug Absagen gekriegt. Und die kannten nicht mal als Bahnsport. Dem war es egal. Die haben nur gesagt, nö, machen wir nicht. Ja, so kann es gehen. Es ist halt, manche sind so, manche so. Aber ich hoffe, du findest für deinen Sohn einen richtigen Sponsor. Hast ja, glaube ich, schon einen an der Strippe, so wie ich das erfahren habe. Und ich hoffe, es werden noch mehr. Er ist noch jung, er wird ja 5. Und ich hoffe, seine Karriere wird sehr gut. Ich denke es mir. Bisher fährt er ganz gut, er hat Spaß dran. Das ist die Hauptsache. Ja, und mein Stiefsohn hantiert jetzt hier rum. Ich weiß nicht warum. Basti, was suchst du? Dein Handy? Du bist doch erst 9. Wozu willst du ein Handy? Ladekabel. Ach so, Ladekabel. Sehr, sehr wichtig. Ja, die Jugend heutzutage hängen sie schon am Handy. Ja. Nee, aber ich danke fürs Zuschauen. Ich mache jetzt, glaube ich, mal
Feierabend. Meine Frau hat, glaube ich, schon gekocht. Ich rieche schon. Gibt, glaube ich, Pommes. Ich weiß es nicht. Ich muss nachher mal gucken. Ich habe jetzt heute fast den ganzen Tag hier mit meiner Kamera verbracht. Ich habe es auseinandergenommen. Ich habe es zerlegt, gesäubert, weil die zwei Veranstaltungen, wo es richtig arschkalt war und geschneit hat ohne Ende, da war die Kamera ein bisschen in Mitleid gezogen worden. Das muss auch sein. Man muss ja das Gerät pflegen. Also, ich wünsche euch was. Bleibt sauber. Bleibt artig vor allem. Und streitet euch nicht immer so. Gell? Basti. Also, ich wünsche euch was. Ciao.